Moin Moin, wir sind wieder im Studio gelandet für Im Gespräch. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den es gilt, mal nach vorne vor die Kamera zu holen. Eigentlich spielt er immer im Hintergrund seine Fädchen und zieht da und zieht da. Und das ist so der Geist, der immer was Gutes tut. Herzlich willkommen, Uwe Borutta. Ich danke dir, dass du den Weg gefunden hast am Wochenende, weil in der Woche hast du nie Zeit. Nee, aber fangen wir doch mal vorne an. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du hast ja schon mehrfach versucht. Und ich freue mich, dass es heute wirklich geklappt hat, dass ich hier bei dir im Studio sein darf. Ich freue mich tierisch. Diese Ahrtal-Geschichte, die geht mir na klar überhaupt nicht aus dem Kopf. Du hast auch viele Häuser leer geschaufelt. Entkernt. Ja. Gestemmt wie ein Irrer. Dieses Werkzeug, ist das alles von dir oder kriegst du das auch gespendet und bleibt es da unten oder gibt es da eine Verleihstation da unten? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das Helfer-Shuttle hatte ein riesiges Zelt, wo wir morgens unser Werkzeug, was wir für die Arbeiten brauchten, angefangen vom Stemmhammer über Stromaggregat, Kabel, Schaufeln, Schiebkarren, da gab es nichts an Werkzeuge, was man also hätte sich wünschen müssen. Also es war wirklich wie ein Baumarkt. Das Männerherz ging auf. Ja, und diese Werkzeuge waren wiederum von Firmen in ganz Deutschland gespendet worden. Ich weiß zum Beispiel eine Firma, Akkubetrieben. Du darfst sie ruhig sagen, das ist völlig in Ordnung. Die Firma Makita, die hat zum Beispiel ein 7,5 Tonner voll Maschinen gebracht und hat gesagt, hier, Das ist für euch. Nehmt hin. Wahnsinn. Ihr macht hier eine Wahnsinnsarbeit. Es ist einer kurz da gewesen, der die Wartung der Maschinen erklärt hat. Und wir konnten also wirklich da aus dem Vollen schöpfen. Was viel schlimmer war, ist, wir haben Haus entkernt, sind am Arbeiten. Draußen zwei Stromaggregate. Ein stand vorm Haus, ein stand hinterm Haus. Und auf einmal ging Strom aus. Und wer hat nicht getankt? Keiner fühlte sich. Ja, weil meistens Strom weg, ne? Keiner fühlte sich angesprochen. Also, bis das geklärt war, 2-3 Minuten rum, geht man nach draußen, guckt, alle Stecker rausgezogen, Stromaggregat weg, geklaut. Ja. Das war viel schlimmer, solche Geschichten. Ist das tatsächlich öfter passiert? Ja, oder? Es wurde geklaut. Es gab also wirklich gewerbsmäßige Banden, die sind rumgefahren und wenn. So schnell hat man gar nicht gucken können, wie die waren zu dritt oder viert, man weiß es nicht. Auto auf, Maschine rein, weg. Unglaublich. Ne? Und es wurde ganze Beleuchtungsmasten, ganze Baumaschinen wurden gestohlen da. Ja, unglaublich. Ne? Und dann stehst du da, bist mitten an der Arbeit und dann ist das Ding weg. Dann ruft man beim Helfer-Shuttle an. Sagt Bescheid, uns wurde eben das Stromaggregat geklaut, keiner mehr zu sehen. Die haben Polizei in Marsch gesetzt und dann hat sich ein Auto vom Helfer-Shuttle ins Bewegung gesetzt und 20 Minuten später war ein neues Stromaggregat da, dass du weiterarbeiten konntest. Wahnsinn. Ne? Aber dass das dann wieder so Hand in Hand wieder funktioniert, ist toll. Also die Organisation, muss man wirklich sagen, vom Helfer-Shuttle war einmalig. Es war einmalig, hat es auch nirgendwo auf der Welt von privater Hand sowas bis jetzt gegeben, dass die wirklich über 100.000 Leute aus der ganzen Welt, motiviert haben, dort ehrenamtlich zu arbeiten. Man hat ja nur immer so ganz kleine Sequenzen gesehen. Ja. Jetzt sieht man tatsächlich gar nichts mehr. Leider. Ahrweiler ist so 2 Jahre her. Ja. Interessiert anscheinend keinen mehr. Ukraine, Syrien, Türkei sind momentan im Vordergrund, was ja durchaus BDR, sein kann. BDR bringt immer noch mal Weil es halt auch vor Ort ist. Ja. Ne? Aber so der Gros kriegt nichts mehr mit. Nee. Finde ich sehr schade, weil es ist ja noch vieles brach. Wir hatten eben das Hotel zur Post erwähnt. Das ist ja auch so ein Fall für sich. Da habt ihr gearbeitet. Erzähl mal. Da sind wir mit 60 Mann in dieses Hotel eingefallen. Wir sagen immer eingefallen. Ja, gut. Bisschen wie die Heuschrecken. Die Hausbesitzer sind natürlich im ersten Moment geschockt, wenn da ein Bus vorm Haus hält, 60 Leute mit Schaufeln, Spaten, Stemmhammer, Stromaggregate, alles aussteigt. Und dann haben wir eine Leitung gehabt. Das war in diesem Falle eine Bundeswehrsoldatin, die Leitung hatte von der Gruppe, hat sie ganz, ganz toll gemacht. Also mit der waren wir, also jeder, der unter ihr arbeiten durfte,
war geehrt. Zufrieden. Ja, und zufrieden, weil die ja, Berufssoldatin, sie kennt ihr Metier, sie beobachtet die Leute. Und die Ute hat das also wirklich hervorragend gemacht. Mhm. Und dann ist sie mit dem Hausbesitzer hingegangen und durchgegangen, was gemacht werden muss alles. Und dann, wie ich das nachher auch gemacht habe, jeder findet seine Arbeit, jeder weiß, was er sich zumuten kann. Mhm. Also sie hat keinen gezwungen, du machst dies oder das oder so, habe ich auch nie gemacht. Ich habe immer gesagt, jeder findet seine Arbeit. Der eine kann besser stemmen, der andere nimmt die Schiebkarre, der dritte nimmt Schaufel und Besen. Was auch weil immer. Das Haus soll ja hinterher eigentlich ziemlich besenrein übergeben werden, dass das getrocknet werden kann. Und im Zweifel wieder instand gesetzt werden ja. kann. Wie war es denn jetzt im Fall zur Post? Also ich bin jetzt längere Zeit nicht beim Hotel zur Post gewesen. Es soll sich da was tun. Na, ja, das ist schon mal was. Aber ich war im letztes Jahr im Juni war ich mit einem Fernsehteam dort und da war ich so geschockt, weil es war ein Jahr später nach der Katastrophe und es war von dem Tag, wo wir das Hotel verlassen haben, bis zu dem Tag, wo ich mit dem Fernsehteam da war, im Hotel nichts passiert. Es war rundherum mit Brettern vernagelt. Ansonsten, Altenburg ist eine Touristenstadt gewesen. Es ist eine Geisterstadt. Okay. Wenn Sie fünf Touristen dort finden, dann sehen sie viele. Ansonsten... Oh, das ist ja traurig. Ja, und es sind viele Hotels. Aber gut, Hotels wenn sie nirgendwo da, ne? unterkommen können, ist auch blöd, ne? Ja, doch, einige, es gibt so. Schon einige Hotels, die Übernachtung anbieten, teilweise zwar ohne Frühstück, weil sie halt keine Küchen, alles erdgeschossmäßig, alles keine noch. Küchen, keine sonstige Sachen haben. Aber es muss keiner verhungern. Aber wie gesagt, Hotelbetrieb, also Übernachtung, findet schon wieder statt. Und die Hotelbesitzer und auch die Region sagt, Leute, vergesst uns nicht. Kommt in unsere Region. Trinkt bei uns ein Glas Wein. Ihr könnt hier auch übernachten. Ihr könnt hier wandern. Ihr könnt hier... Es ist eine wunderschöne Gegend, die A. Ne? Und ja, ich meine, die Weinberge ist toll. Ich meine, ja. selbst die Weinberge ja. habt ihr freigeschaufelt. Ne? Ja, nein, nicht Berge, ja, also, die Felder. Unten, und zwar der Berg fängt die, ist die Schräge. Ja. Und unten... In der Flache, das nennt sich dann das Weinfeld. Ja. Und in diesem Weinfelder war teilweise 30, 40 Zentimeter hoch Schlamm liegen geblieben. Ach. Und dieser Schlamm war teilweise ja mit Öl, mit sonstigen kontaminiert. Ja. Und dieser Schlamm, der musste auch bis zu einem bestimmten Knotenpunkt der Weintraube des Stamms, musste der weg, weil sonst dieser Stamm kaputt geht, weil er nicht atmen kann. Ah, okay. Und dann sind wir also wirklich teilweise mit 100 Leuten und mehr sind wir in diese Weinfelder reingegangen und haben dort wirklich mit Schiebkarre und Eimerketten, kann man sich nicht vorstellen, da vier Reihen und dann jede Reihe mit 50 Leuten Eimerkette, wurden der ganze Schlamm mit Eimer aus diesem Feld rausgeholt. Ja. Und Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, also abends ja wusste man, was für Arme man hatte. Muskelzuwachs garantiert. Ja. Du hast ja auch ein Haus, das Bild kriegen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, da steht ihr so mit der Helfergruppe davor. Man ja. sieht diese Flutkante bis zum Balkon oben, ja. komplett entkernt, gemacht, getan und dann wird das Haus doch abgerissen. Ja, hier ist es. Da sieht ja. man oben am Balkon diese Flutkante, wie hoch das Wasser gestanden hat. Hier oben, ne? Ja. Und das Haus ist 200 Meter von der A entfernt. Ja, und das geht ja alles, man muss sich das bei der A ja so vorstellen, wirklich A ist im Tal und dann geht's auch recht ja. steil schon hoch, weil es ist eine Weinanbaugegend, man sieht das hinten noch im Hintergrund. Ja. Der ganze Schutt ist draußen vorm Haus ja. und jetzt habt ihr irgendwann ja auch die Nachricht bekommen, ja, ist nicht zu retten. Ja. Wie wehmütig ist man dann, wenn man da stundenlang zugebracht hat, es entkernt hat, sich Mühe gegeben hat mit einer ganzen Mannschaft Menschen, und dann wird so ein Haus doch nicht mehr retten gekonnt, weil es einfach kontaminiert durch ja. den ganzen Dreck der und also Chemie und Öl und was weiß ich, was da alles. Es geht einem schon sehr nah. Und wir haben auch mit diesen Helfergruppen, wir haben also immer noch Kontakt in diesen Helfergruppen über WhatsApp. Und es wird dann schon auch uns immer wieder berichtet, oh, wieder ein Haus, was wir entkernt haben oder wieder ein Haus, wo wir drinnen gewesen sind. Wird abgerissen, weil halt es ist Asbest plötzlich drin aufgetaucht. Vorher war kein Asbest.
irgendwo angespült, durchgespült worden, die Wände sind so verseucht, oder aber es ist halt durch Heizöl, durch Chemie, das ist so dermaßen in die Wände eingedrungen, weil das Haus halt nicht schnell genug leer gepumpt werden konnte von dem Wasser. Und ja, es geht einem schon sehr nahe. Und dieses Haus ist also auch das ein denke Haus. Denke ich mir, dass das wirklich nicht schön ist, wenn man dann sieht, ach, jetzt habe ich da so viele Stunden zugebracht, so viel Manpower reingesteckt mit vielen anderen Helfern zusammen und dann in Luft aufgelöst. Ja. Ich meine, ich kenne auch etliche da unten, die das Problem haben. Dieses aber Haus die haben steht auch in Dernau und steht direkt neben dem Friedhof von Dernau. Und wir haben also dann auch während der Arbeit mitgekriegt, so, wir haben da rundherum um diesen Friedhof immer wieder gehabt. Eine Schule steht auch unmittelbar in Nachbarschaft. Mhm. Und wir haben dann den Friedhof gesehen, unmittelbar nach der Katastrophe. Es stand kein Stein mehr da. Es war alles platt, alles weg. Sie haben Steine wiedergefunden, 50, 80 Kilometer weiter entfernt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Nee, kann man auch nicht. Und wir haben dann also gesehen, wie dieser Friedhof so nach und nach wieder neu aufgelegt, angelegt worden ist, neu aufgelegt, alle die Gräber alle neu angelegt worden ist und so. Und sagt, oh, jetzt, es wird wieder schön hier. Und dann kriegt man dann so, dieses Haus wird abgerissen. Genau auf der anderen Straßenseite wurden zwei Häuser abgerissen. Die waren gar nicht mehr zu retten. Das eine war ein Fachwerkhaus. Ich glaube, da haben wir auch ein Bild zu. Vielleicht finden wir das in der Regie. Ja. Und das geht einem schon sehr nahe dann, ne? Ja, ich meine, das sind dann so Sachen. Wenn du jetzt heute wieder darunter fährst, demnächst mit deiner 19. Tour, hast du dann einen anderen Blick für? Das ist das Haus. Das ist genau auf der anderen Straßenseite. Ne? Also da ist nichts mehr. Da stehen jetzt zwei, drei Tiny-Wohnwagen stehen da jetzt zurzeit auf diesem Grundstück, weil sie wissen auch noch nicht, ob sie wieder aufbauen können und wann es losgehen kann. Wie ist das mit den Handwerkern? Hast du da einen Einblick? Kriegt man Handwerker ran? Ist das überhaupt möglich? Ich denke mal, in der Region ist schwierig. In der Region ist Handwerker bekommen immer noch sehr, sehr schwierig. Die Handwerker haben unwahrscheinlich zu tun. Es gibt immer noch, es gibt immer noch freiwillige Helfergruppen dort. Mhm. Zum Beispiel Team Ballern. Da ist die Amy Agazzi. Die hat ja bei The Voice den ersten Platz gemacht. Die war auch bei mir in der Gruppe mit, hat bei mir in der Gruppe auch mal mitgearbeitet. Mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Und dann gibt es die Maulwürfe, dann gibt es Team Blau, dann gibt es Pompi Express. Also es gibt immer noch Gruppen, die dort immer noch aktiv sind. Die Elektroseelsorge ist zum Beispiel eine Gruppe, wo aus ganz Europa Elektriker kommen. Die machen Nichts anderes als Elektrik legen, aber sie machen nicht komplett fertig, sondern sie legen die Leitungen, sie Steckdosen, alles, was gemacht werden muss. Mhm. Aber die Hauptanschlüsse und so, das sollen bitte die Handwerker vor Ort machen. Ja, weil die müssen ja auch leben. Und, keiner der Helfer will einen Handwerker Arbeit wegnehmen. Bloß die Handwerker vor Ort sagen, also wir haben für die nächsten 25 Jahre so viel zu tun, wir wissen gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Und wenn man das auch sieht, immer wieder in den Gruppen oder so, sieht man Berichte, dass immer wieder, ich warte seit 6 Monaten auf einen Handwerker, ich warte seit 8 Monaten auf einen Klempner, ich warte so und so lange darauf, auf einen Fliesenleger oder sonstiges. Ne? Du bist ja ein vielfältiger Mann. Gerät man dann manchmal in den Zwiespalt und sagt, ja, ich kann das auch, ich mach das mal gerade? Nee. Machst du gar nicht? Mach ich nicht. Also, weil es sind handwerkliche Sachen, die sollte man auch einem Fachmann überlassen. Ne? Sanierung, Entkernung, Freischaufeln oder Handlangerart-Tätigkeiten, jederzeit ja. Aber nicht sagen, so ich leg mal hier eben Fußboden oder dies oder das. Und vor allem, es sind so viele Hausbesitzer mittlerweile auch betrogen worden von Firmen, die das Baue vom Himmel versprochen haben und schnell die Leute unter Druck gesetzt haben. Fazit der Geschichte ist, die Häuser waren nicht ausgetrocknet. Die fangen jetzt wieder an, den Putz von den Wänden zu reißen. Die Fußböden müssen wieder aufgestemmt werden, weil überall noch Feuchtigkeit drin ist. Der Schimmel kommt hoch. Es gibt aber auch Elektrikerfirmen, muss man sagen, das waren gewerbsmäßige Firmen, die
schon auf Betrug aus waren. Ne? Schwarze Schafe gibt es. Schwarze Schafe, aber nicht nur Elektriker, auch in allen anderen Baubereichen halt, gibt es immer wieder Firmen und so. Und wo dann auch wieder das zu tragen kommt, dass solche Gruppen wie die Maulwürfe oder Team Ballern oder so um Hilfe gefragt wird. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.